Jo, willkommen zum letzten Video 2023. Was gibt es zu sehen, zu hören, zu wissen? Ich würde mal sagen, wir beginnen mit einem kurzen Jahresrückblick. Kurzer Jahresrückblick. Nachdem ja das letzte Jahr sehr, ich sage einmal, suboptimal zum Schluss gelaufen ist, ich schaue mir gerade an, die wie sich das Jahr entwickelt hat. Jänner, Februar, März war mehr als wirklich suboptimal. April ist es dann wieder losgegangen, schön langsam mit dem Training. Das heißt, ich bin wirklich von 10 Kilometer auf, im April waren es dann über 20, im Mai waren es dann schon über 50. Das war dann bis auf knapp über 100 im Oktober. November war es ein bisschen weniger. Und jetzt im Dezember werden wir sehen, wo wir hinkommen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Es waren ja 2 Monate Gympause. Was war dieses Jahr nicht optimal und was ist nicht so gelaufen, wie ich das eigentlich wollte? Ich habe am Anfang des Jahres ja gedacht, das Gewicht könnte wieder etwas runter. Dann tust du beim Laufen wieder etwas leichter. Was hat der Körper gesagt? Er hat gesagt, bevor ich dir etwas Gewicht wieder runterlasse, pack mal einfach ein paar Kilos drauf, Anfang des Jahres. Und seitdem, bleibt es relativ konstant. Einmal ein bisschen auf, einmal ein bisschen runter, 1-2 Kilo. Das werden wir jetzt 2024 etwas rigoroser angehen und noch ein paar andere Dinge. Ich habe jetzt schon die Wäsche auf gleich gebracht. Ich habe einiges auf gleich gebracht, was ich sehr lange hinausgeschoben habe. Werde mir jetzt definitiv wirklich eine Mobilitätsroutine, so eine Übungsroutine angewöhnen. Vielleicht nicht jeden Tag, aber zumindest 2-3 Mal die Woche wäre nicht schlecht. Mir ist mein Weib über den Weg gelaufen, die ja selber läuft, mehr oder weniger. Momentan darf sie ja nicht. Wenigstens einmal jemand, der versteht, was in meinem Kopf vorgeht oder auch nicht. Was ist noch das, was Positives dieses Jahr? Eines der wenigen Dinge dieses Jahr. Einer meiner ältesten Freunde ist tödlich verunglückt. Das war was sehr Negatives dieses Jahr. Ich komme aktuell nicht in meinen Trainingstunnel hinein, wo ich eigentlich sonst immer reingekommen bin, so ein paar Wochen vor der ersten Veranstaltung. Es wird schön langsam, aber es ist noch nicht dort, wo ich eigentlich hin will. Es wird sich ernährungstechnisch ein bisschen was ändern. Ich bin gerade etwas auszuprobieren, wie das funktioniert, auch mit dem Frühstück. Das muss ich aber langsam antesten. Sprich, ich beginne wieder mit meinen Overnight Oats. Ich habe schon ein bisschen was hergekriegt. Dieses Mal aber nicht mit Hafer, sondern mit Mandelmilch. Der erste Versuch war auch eher suboptimal, auch vom Geschmack her. Da muss ich noch ein bisschen was ändern, ein bisschen was feilen. Vermutlich ein bisschen mehr Proteinpulver hinein, so 10 Gramm mehr, dass da mehr Geschmack reinkommt. Dann könnte das ganz gut funktionieren. Oder etwas Erythrit, das habe ich heute ausprobiert, das geht auch ganz gut. Wie gesagt, das Training, es entwickelt sich, die Fitness entwickelt sich. Jetzt war ich 1-2 Wochen eher lauffaul. Aber es wird wieder
Ich war heute ja schon, es ist übrigens Montag früh, ich war schon laufen. Nicht so weit, wie ich wollte. Aber das hat eher ja, verdauungstechnische Gründe gehabt. Ich war einfach aufs Klo müssen. Und da in der Stadt drinnen das öffentliche WC erst um 6 aufsperrt und ich aber schon 5:30 dort vorbeigekommen bin, habe ich gedacht, ja, läufst du nach Hause, dann waren es halt 6 Kilometer. Ja, mei, es ist ein Anfang, dann gehen wir morgen früh wieder raus auf einen Fünfer oder so. Und so werden wir das vollziehen diese Woche. Schauen, dass wir diese Woche ein paar Kilometer in die Beine bekommen. Es sind nur mehr knappe 12 Wochen bis zum ersten Halbmarathon. Da muss ich noch einiges tun. Zumindest auf die nächsten 10, 11 Wochen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, wie es dann nächstes Jahr weitergeht, habe ich eh mehr oder weniger in den letzten Videos erklärt und die Veranstaltungen. Dazwischen kommen vielleicht ein paar kleinere dazu. Der Silvesterlauf ist gestrichen, also zumindest einmal bei meiner besseren Hälfte. Die darf nicht laufen, soll nicht laufen vom Arzt her. Daher muss ich meinen Long Run zu Silvester auch verschieben und muss das irgendwie anders unterbringen, andere Strecke. Ich wollte eigentlich dorthin laufen, das wäre knapp über Halbmarathon gewesen. Ja, was haben wir noch? Ja, mein Laufrucksack ist da, der neue. Den hatte ich heute schon am Rücken. Der Köcher für die Trailrunning-Stöcke ist auch schon montiert. Aber dazu kommen wir gleich, wenn es noch Fragen gibt zum letzten Jahr. Jawohl, bin ich da. Und dann fragt und ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter im Text. Ja, meine Ausrüstung für nächstes Jahr ist beinahe komplett. Wie gerade vorhin erwähnt, meine Trailrunning-Weste ist da, die neue. Ja, die ich eben heute schon ausprobiert habe. Auch das mit dem Köcher für die Stöcke. Den montiere ich nicht ab, der bleibt oben. Der hat nämlich noch einen zweiten Vorteil. Und zwar sollte ich länger unterwegs sein und die Stöcke nicht mithaben, kann ich die GoPro unterbringen. Es ist zwar etwas Übung notwendig, aber dann brauche ich die GoPro nicht herum irgendwo einstecken oder sonst was, sondern kann dann einfach die rausnehmen und filmen. Das ist sehr, sehr praktisch. Ja, was ist zu der Weste zu sagen? 12 Liter Fassungsvermögen. Da herum sind normalerweise die 2 Flasks drin, die momentan jetzt im Kühlschrank sind, weil die sind gefüllt. Da hinten dann dehnbare Taschen für alles Mögliche. Die gängen eigentlich fast rundherum. Da 2 Taschen mit Reißverschluss für Handy oder irgendwas, was schnell greifbar sein sollte. Ja, ich weiß, ich bin immer noch fett, aber das wird sich auch hoffentlich bald ändern. Ansonsten, ja, ist sie baugleich mit den anderen 12 Liter von Salomon. Sie hat halt nur eigenes Design. Was noch dabei wäre, wo habe ich es denn? Wäre eine solche Tasche für die Trinkblase. Nicht wundern, ich habe diese Gummibänder habe ich abmontiert, die brauche ich momentan nicht. Die werden verwendet, wenn man keinen Köcher hat, kann man da hervor dann die Stöcke montieren. Oder hinten oder wo man das auch will. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich versuche es halt mit dem Köcher. Das andere war mir erst einmal eher zu unpraktisch. Ja, das wäre meine Weste. Es sind neue Salomon-Schuhe am Start. Die hatte ich heute auch schon am Fuß. Da muss ich mich aber erst dran gewöhnen. Ist klar, vielleicht war deswegen auch eine kürzere Strecke fast besser.
Warum Salomon? Ich habe ja schon ein paar Salomon. Die gibt es aber leider nicht mehr. Die sind aber auf Langstrecken, fühlen sie sich sehr gut an. Und da haben wir mal gesagt, okay, ich möchte wieder so einen Langstreckenschuh für die wirklich langen Läufe dann und einen nicht gestützten, nämlich einen neutralen, auch aus dem Grund, um die Fußmuskulatur mehr zu trainieren. Gestützte Schuhe sind gut, manche brauchen es vielleicht, aber ich komme ja auch mit Neutralschuhen, so wie mit dem Brooks Ghost, genauso zurecht. Und darum werde ich jetzt sukzessive schön langsam die gestützten Schuhe austauschen gegen Neutralschuhe. Ja, das wäre die Ausrüstung. Was fehlt mir an Ausrüstung noch? Ich habe da eine kleine Liste. Windjacke hätte ich. Regenjacke habe ich noch keine. Ich habe nur eine vom Radfahren. Die würde theoretisch funktionieren. Aber da muss ich schauen, ob ich mir nicht noch eine zulege, so eine Regenjacke. Da bin ich noch ein bisschen am Tüfteln, weil so Regenjacken kombiniert als Wind mit Windjacken sind da relativ teuer. Ja, und eine Windjacke habe, die muss ich sagen, super auch drüber passt, auch über die Weste. In dieser Größe wäre Regenjacke optimal. Prost, Tee, griechischer Bergtee. Ja, ich habe heute meine Kaffeemaschine weggeräumt. Ich werde mich wieder mehr aufs Tee trinken konzentrieren. Weniger Kaffee. Kaffee ist auch in der Arbeit, mehr ist genug. Ja, das wäre ausrüstungstechnisch. Stöcke habe, da muss ich eben nur üben mit denen, aber das wird auch schon langsam, glaube ich. Erste Hilfe habe ich sowieso, die Pflichtausrüstungen habe ich soweit, Becher habe ich, das habe ich alles beisammen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter im Text. Ja, kommen wir zum Abschluss des letzten Videos 2023. Es ist dieses Jahr viel passiert, es gab Aufs, es gab Abs. Ich glaube, das ist den meisten so gegangen, eigentlich allen. Es wird nur sehr wenige Menschen geben, wo es nur bergauf gegangen ist oder nur bergab gegangen ist. In diesem Sinne, wir sehen uns 2024 definitiv wieder. Ich bastel schon an einem neuen Intro für die 2024er Serie. Es wird eine neue Playlist kommen. Natürlich, es gibt die Ziele für 2024 sind vollkommen klar. Die stehen fest. Und ja. Feiert schön, genießt die Feiertage, rutscht gut ins neue Jahr, auf dass es Fortschritte gibt, im Gegensatz zu 2023. Die wird es geben, die muss es geben. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Nicht viel, außer bleibt mir gewogen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es denn heißen soll, der Runde rollt weiter.